Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer neuen Folge Zoom In, in der ich mal einen Blick auf Capcoms E3 Auftritt und die Ankündigungen, die dort in Bezug zu Resident Evil gemacht wurden, ein bisschen aufschlüsseln oder reflektieren will. Ich muss echt sagen, gestern, nachdem ich mir diese Capcom Präsentation angesehen habe, habe ich mir echt gedacht, what? Warum sich Capcom mit ihrem Line-Up für einen E3-Auftritt entschieden hat, ist mir ein Rätsel. Denn ganz ehrlich, Capcom hatte im Grunde nichts anzukündigen, was eine E3-Pressekonferenz rechtfertigen würde. Zumindest sind in der Regel mit E3-Auftritten Erwartungen verbunden. Die Zuschauer erwarten, da denke ich, da geht's bestimmt nicht nur mir so, eine gute Mischung aus Neuankündigungen und Informationen zu bereits Bekanntem. Und wenn die ein oder andere Überraschung mit dabei ist, dann ist es natürlich immer ein Highlight. Und Capcom hatte ehrlich gesagt nichts davon. Sie haben ein paar kleine Informationen über bereits bekannte Spiele, teilweise bereits erschienene Spiele, vorgestellt. Und ehrlich gesagt viel zu lange gestreckt. Und dann haben sie noch 10 Minuten über E-Sports geredet. Naja, die Pandemie hat viele Spielentwickler hart getroffen, viele Projekte mussten verschoben werden und von vielen Projekten, die eventuell sogar eingestellt wurden, werden wir womöglich nie erfahren. Insofern finde ich, sollten wir nicht zu hart sein in unserem Urteil, aber so rein aus einer Zuschauerperspektive war das schon einfach enttäuschend. Ich habe in einem vorherigen Video zu Capcoms E3-Pressekonferenz noch gesagt, dass ich schon recht enttäuscht wäre, wenn sie zu Resident Evil 8 einfach nur einen Werbetrailer zeigen und dann irgendwas sagen von wegen, oh hier, Reverse kommt übrigens auch noch und ratet mal, was passiert ist, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ganz genau das. Sie haben einen Trailer gezeigt zu Resident Evil 8 und dann hieß es, oh, Reverse kommt übrigens nächstes Monat jetzt endlich. Und dann war es zu Ende. Aber eben zum Glück wenigstens noch nicht ganz zu Ende. Denn dann erschien ein Text auf dem Bildschirm, der uns darüber informiert, dass nun aufgrund der hohen Nachfrage für Resident Evil 8 mit der Entwicklung von DLCs begonnen wurde. Das sind zwar nicht gerade viel Informationen über DLCs, aber wir können schon ziemlich viel trotzdem in diese Info, in diesen Text hineinlesen, herauslesen. Denn das heißt zum einen, dass die Insider-Informationen tatsächlich richtig waren, dass sich für Resident Evil 8 kein DLC in Entwicklung befunden hat und auch nicht geplant war. Resident Evil 7 war ja, was DLCs anging, wirklich gut versorgt. Vielleicht hätte sich der ein oder andere, so wie ich zum Beispiel, einen weiteren oder ein bisschen mehr Gameplay-Story-DLCs gewünscht. Aber trotzdem kann man sich über das DLC-Lineup von Resident Evil 7 wirklich nicht beschweren. Denn die DLCs zu dem Spiel waren auf jeden Fall abwechslungsreich, vielseitig und teilweise auch ziemlich clever und echt unterhaltsam. Sie haben da wirklich sehr viel an Ideen noch rausgeholt und wirklich ein buntes Portfolio an DLC-Inhalten für Resident Evil 7 geliefert. Diese Inhalte wurden allerdings schon parallel zum Spiel entwickelt und es war von Anfang an geplant, dass diese Inhalte erscheinen werden. Im Grunde haben hier die Entwickler während der Entwicklung von Resident Evil 7 gesagt, das wäre eine gute Idee für einen DLC und haben eben auch gleich angefangen, parallel an denen zu arbeiten. Bei Resident Evil 8 war das nicht der Fall und bei Resident Evil 8 hat die Entwicklung der DLCs gerade eben erst begonnen. Das bedeutet, mit richtigen, unter Anführungsstrichen richtigen DLCs, mit Story-DLCs, mit Erweiterungen für die Geschichte, mit richtigen Gameplay-Passagen, wie wir sie aus dem Spiel können, dürfen wir wahrscheinlich nicht sehr bald, wenn überhaupt, rechnen. Ich schätze mal, vor Ende des Jahres dürfte da ziemlich sicher nichts am Horizont sein. Was vielleicht schon zeitnäher erscheinen könnte, wären ein paar Kleinigkeiten. Mini-DLCs, vielleicht irgendwas mit Waffen, vielleicht irgendwas für den Mercenary-Modus, vielleicht irgendwelche weiteren arkadigen Modis für das Ganze, aber so Story-DLCs, Erweiterungen für das Spiel wie Not a Hero oder End of Zoe,
die vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf Charaktere aus dem Spiel Resident Evil werfen, dürften definitiv auf sich warten lassen, wenn so etwas denn überhaupt wirklich erscheint. Also hier sollte man sich erstmal, glaube ich, keine zu großen Hoffnungen machen und abwarten. Noch dazu, weil Capcom ja gerade mindestens 3 weitere Resident Evil Spiele in Entwicklung hat, von denen wir aufgrund von Leaks wissen. Nämlich das Resident Evil 4 Remake, ein Projekt namens Resident Evil Outrage, bei dem es sich angeblich laut Gerüchten um ein Revelations 3 handeln soll, und Resident Evil 9 ist scheinbar auch schon seit einigen Jahren in Entwicklung, genauso wie Resident Evil 8 schon in Entwicklung war, als 7 noch produziert wurde. Und Capcom will ja anscheinend, so haben wir das die letzten Jahre beobachten können und so soll es laut Insider-Information auch noch einige Jahre weitergehen, jährlich Spiele veröffentlichen. Das erfordert natürlich eine ordentliche Produktionsroutine und Produktionsdynamik, und da zieht man nicht einfach mal von den Projekten irgendwelche Leute ab, um im großen Stil DLCs zu produzieren, die nicht geplant waren. Also ich glaube, aber das ist nur meine Vermutung, bei Resident Evil 8 sollte man wahrscheinlich nicht mit zu viel rechnen, was DLCs angeht. Nix im Maßstab von Resident Evil 7, und wenn doch, dann sollte man nicht zu früh damit rechnen. Aber es gibt eine Sache, die macht mich in der ganzen Geschichte wirklich stutzig. Und hat mich schon von Anfang an stutzig gemacht, denn die Infos, die Insider-Informationen, dass zu Resident Evil 8 kein DLC entwickelt werden soll, wie sie anscheinend tatsächlich bis vor kurzem noch war, kam mir schon immer seltsam vor, denn Resident Evil 8 endet mit 2 Cliffhangern. Was ist denn da los? Warum hat es denn zum einen das Chris fliegt jetzt zur BSAA Ende und das Rosemary besucht das Grab von Ethan Ende, die im Grunde beide mehr anteasen? Hätte oder soll der 9. Teil auf 2 verschiedenen Zeitebenen spielen und ein Chris gegen die BSAA Kapitel und ein Rosemary gegen sonst irgendwen Kapitel beinhalten? Oder wie genau war der Plan? Warum diese beiden offenen Enden? Oder wollten sich die Entwickler hier einfach nur alles offen halten und einfach nur den Strang aufgreifen, auf den sie gerade am meisten Lust haben, wenn kein DLC geplant war? Ich dachte nämlich wirklich, trotz der Infos, dass keine DLCs geplant sind, dass ja vielleicht doch das Chris-Ende in dem DLC verarbeitet werden soll. Denn so wirkte es irgendwie. Naja, genau, das führt mich eben auch dazu, was wir in kommenden DLCs sehen könnten. Also abgesehen von Kleinigkeiten wie neuen Waffen, kleinen Spielmodis, also neuen Modis, neuen Schwierigkeitsgraden, vielleicht wird ja wirklich noch der Randomizer-Modus, der so ein bisschen wie eine aufgemotzte Version von Ethan Must Die nachgeliefert, der sich ja angeblich in Entwicklung befunden hat, das aber dann nicht mehr ins fertige Spiel geschafft hat. Ich kann mir vorstellen, und es wirkt auch so, als ob bei der Entwicklung von Resident Evil 8 sehr viel rausgeschnitten wurde aus Zeitgründen, dass man jetzt vielleicht zusammenflickt und dann doch nochmal fürs Spiel veröffentlicht. Also so viele Kleinigkeiten, viel Schnittmaterial könnte seinen Weg wieder zurück ins Spiel finden. Und wenn es um größere DLCs geht, um Story-DLCs, hätten wir wahrscheinlich alle, oder zumindest viele, was ich auch so auf Twitter lese, was ich so in meinen Kommentaren lese, DLCs zu den 4 Oberhäuptern. Man würde gern ein bisschen mehr über deren Geschichte erfahren. Viele hätten wirklich vor allem gerne anscheinend einen Dimitrescu-DLC, der Lady Dimitrescus Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob das sehr wahrscheinlich ist, leider. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass jetzt eher das recycelt wird, was an Spielmaterial da ist. Und offensichtlich gab es auch wirklich Passagen, in denen man eben eine dritte Figur hätte spielen sollen. Nämlich Elena Lupu. Diese hätte wohl ursprünglich in unbewaffneten Schleichpassagen vorkommen sollen. Diese Szenen kamen allerdings bei Spieletestern, bei den Playtestern nicht besonders gut an und wurden wohl deswegen aus dem Spiel rausgeschnitten. Das und aus Zeitgründen. Ich kann mir immer noch sehr gut vorstellen, dass diese Passagen, dass die Geschichte von Elena Lupo und ihrem Vater seinen Weg wieder zurück ins Spiel finden wird. Das wäre mein heißester Tipp auf einen DLC.
andere Konzepte, die schon in der Planungsphase verworfen wurden, wie eben zum Beispiel eine Mittelalterperspektive auf das Dorf oder ein Ada Wong-Storystrang, der ja ursprünglich auch mal im Spiel hätte sein sollen, sind schon offensichtlich in einer sehr frühen Entwicklungsphase eingemottet worden. Und deswegen würde ich mich nicht drauf verlassen, dass da noch was kommt. Also wie gesagt, meine Tipps, was als DLCs kommt, als Story-DLCs, wenn sie denn kommen, und das wahrscheinlich erst Ende des Jahres, wäre ein Lina Lupo Schleichpassagen-DLC, der dann vielleicht auch ein bisschen gruseliger und düsterer ist, was sich ja viele gewünscht hätten. Und vielleicht machen sie ja tatsächlich nochmal was aus dem Chris, aus dem offenen Chris Redfield-Ende und geben dem nochmal seine eigene Passage in der BSAA. Aber ehrlich gesagt, nach dem Spielabschnitt von Chris in Resident Evil Village, weiß ich nicht, ob ich da noch mehr Chris-Spielpassage überhaupt haben will. Denn die war nicht unbedingt das Highlight des Spiels. Denke ich, da würden mir die meisten zustimmen. Naja, viel Gerede, viel Spekulation, viel hin oder her, aber eines ist klar, eines ist offiziell. Resident Evil 8 wird DLCs bekommen, in welchem Umfang, in welchem Maßstab, das ist nicht klar. Hätten die auf dieser Pressekonferenz wenigstens einen Namen eingeblendet oder ein Bild, irgendwas geteased. Aber nein, nichts, nur eine Absichtserklärung hier von Seiten Capcom, das war's eigentlich. Naja, ich bin gespannt, was wir da in den nächsten Wochen und Monaten noch erfahren werden und wann Capcom dann mit den Informationen zu den DLCs wirklich an die Oberfläche kommt. Und wann hören wir eigentlich was von einem neuen Resident Evil Teil? Ob es nun das ominöse Resident Evil Outrage wird oder das Resident Evil 4 Remake? Oder vielleicht sogar etwas ganz anderes? Das steht noch in den Sternen. Resident Evil 9, habe ich vorher erwähnt, ist auch schon in Entwicklung. Das wird aber definitiv noch einige Jahre dauern. Also damit dürfen wir so früh jetzt ziemlich sicher nicht rechnen. Na gut, Leute, das soll es von mir zu diesem Thema auch schon wieder gewesen sein. Meine Meinung und meine Einschätzungen zur Capcom-Pressekonferenz auf der E3 und der Ankündigung eines Resident Evil DLCs. Was sagt ihr zu dem Thema? Was ist eure Meinung dazu? Was sind eure Erwartungen, eure Wünsche, eure Spekulationen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Vielen Dank fürs Zusehen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!